war ich halt unten. Also mehr oder weniger getroffen. Ja. Das ist ja alles super mit dem Auto. Ne? Das Problem ist, der Stefan fährt. Es gibt nirgends mehr Staus wie auf deutschen Autobahnen. Also. Aber wir sind ja hier in Macau, nicht auf der deutschen Autobahn. Beim Baujahr von der Stretch-Limmer bin ich mir nicht sicher, ob nicht unterwegs einmal was repariert ist. Egal, habt ihr Stretch. Genau. Also, jetzt haben wir einen ganz schönen Aufstieg gemacht. Ja? Zuerst von der Stretch Blue Jean zur Stretch-Limo. Also wir müssen gar nicht abnehmen. Nee. Einfach nur ein größeres Auto. Ja, ja, perfekt, ich bleib's. Unser Taxi. Oh, packen wir mit Fahrt. Was sind wir denn jetzt hier? Das Lokal unseres Vertrauens. Wo? Dazu. Eine mittelkleine Weihnachtskugel. Das ist eine etwas gröbere Weihnachtskugel, ja? Bist du genannt? Wie wäre das schon mal ein Weihnachtsbaum? Da hängt nicht eins eine Kugel, da hängen ein paar. Wahnsinn. Mensch, da möchte ich sehen, wie groß die Schokos sind, die da auf dem Baum hängen und die Lebkuchen. Warum wieder? Wenn ich nochmal anstopfe. Die fallen nicht wieder runter. Da fällt jeder nur einmal runter. Fototermin bei der St. Pauls Kathedral. Benz der Stricher hat es auch hoch geschafft. Was machen wir schon gleich rummachen? Hallo! 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 Carsten, hast du Angst vom Taxifahrer? Ja, der macht mich nervös, der ist aggressiv. Manche Sachen sind entspannend. Manche? Dann weh. Wenn Carsten entspannend ist, weil er kein Gefühl hat für die Beinchen. Und bei mir tut sie weh. Au! 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 Das ist Wahnsinn. Au! Nein, naja. Nein. 6.20 Uhr, Donnerstagmorgen, Macau. Eine Stunde und 10 Minuten bis zum ersten Training. Und ich habe, glaube ich, keine einzige Minute geschlafen heute. Ja, vielleicht ein bisschen gedöst, aber die meiste Zeit war ich im Bett gelegen. Jetzt könnte ich schlafen, jetzt muss ich aufstehen. Jetzt heißt es rüberlaufen auf die Rennstrecke. Eine Stunde Training. Und dann zurück zum Frühstück. Und hoffentlich noch ein paar Stunden schlafen, zwischen aber noch Besprechung. Ingmar West 200 2013 mit dem Mervyn White, mit dem Direktor. Der ist wieder da. Oh. Unser Klo ist ja zum vierten Mal verstopft. Wie der Thomas so vortrefflich sagt, da darf man kein Ei mehr hineinlegen. Wir sind zwar nicht die Osterhasen, aber er hat recht. Wir müssen fremd gehen. Wir müssen fremd gehen. Da gibt es kleine Läden, da kannst du Uhren und Gold kaufen. Die haben 24 Stunden am Tag offen, glaube ich. Von diesen kleinen Läden gibt es sicher Hunderte da. Also eine Uhr um 50.000 Euro oder so, oder ein kleiner Diamantring um 100.000 Euro, ist gar kein Problem. Und die größte Verarsche ist das mit dem iPhone 5. Für alle die zu Hause auf das iPhone 5 fünf Wochen warten, hier kriegst du es an jeder Ecke, bei jedem Zeitungskiosk, in beiden Farben und allen Speichergrößen. Gar kein Problem. Da liegen wahrscheinlich 100.000 iPhone 5 in Macau herum.
Was da sind die goldenen Elefanten? Die streiche ich mir am Arsch, weil das bringt Glück. Vorne kommt noch der Große, der bringt dann, muss ich mehr Glück bringen. Na, Joao, direkt von der Disco. Perfekt. Es geht los. Es geht los. Bist du gut geschlafen? Nichts geschlafen, aber wir können ja heute noch schlafen. Ja, genau. Gut, Leute, ihr lebt. Morgens. So, erstes freies Training gelaufen. Vierter, nicht so schlecht. Ein bisschen verschätzt haben wir. Zum Schluss wollte ich noch schnelle Runde fahren, aber bin genau 2 Sekunden zu spät über die Ziellinie gefahren. Aber alles gut. Ja, bis auf jetzt knapp zur Mauer hingefahren. Schöne neue Lederkombi. Der Matsu ist leider gecrasht, mein Freund. Jetzt muss ich mal schauen, was da los ist. Hoffentlich ist ihm nichts passiert. Das ist Kawasaki. Sogenannter Kawasaki-Friedhof. Das ist jetzt nicht der Matsu, wenn sein Motorrad kommt erst. Wenn wir jetzt ein paar Ersatzverkleidungen da hätten, da würden wir Geschäft machen. Ha? Stecki, das wär's jetzt. Jetzt könnte das die Kawa-Verkleidung haben. Guten Tag. Den Fahrern ist nichts passiert. Ich habe nur Angst, wenn der Gordon noch nicht frühstückt hat, dass er einen frisst. Das ist die einzige Gefahr. Dass schaut euch den Rahmen an. Meine Damen, was für ein Rahmen. Why do you always have to be in front of me? Please let me one time be in front of you. Yeah, not on the road race, not on the short circuit. You're okay around Le Mans. On the road.